Und damit hallo und herzlich willkommen bei Minecraft Science. Sorry, dass ich jetzt so spät antworte. Ja, es ging gerade die ganze Zeit der Livestream nicht. Ich habe da gerade rumgewerkelt bis zum geht nicht mehr. Und ja, bin ganz froh, dass es jetzt endlich läuft und wir gemeinsam spielen können. Ich habe gerade eben hier 10.000 Sand nochmal in Auftrag gegeben, die jetzt erstellt werden. Aus diesem Sand machen wir Sandstein, da haben wir schon ein bisschen was da. Das ist es nicht, Sandstone. Ah, hier kommt der Sand neu dazu. Und ja, hier haben wir den normalen Sandstein. Und das ist ganz gut, das heißt, der kommt ordentlich dazu. Und den brauchen wir gleich. Außerdem habe ich noch eine Sache nebenbei gemacht, das wollte ich auch gern euch nochmal zeigen. Da gehen wir mal kurz hin. Das werden wir auch anders bauen. Da bin ich nicht mit glücklich. Oh, Zuckel, Ruckel, Heiterkeit. Das 3 FPS Haus. Es ist, glaube ich, gerade morgens, ne? Es könnte morgens sein. Das Ruckeln hört gleich auf. Das kennen wir schon. So, dann düsen wir hier an unseren schönen Leuchtturm vorbei. Okay, okay. So, und dann habe ich hier gebaut. Hier habe ich gebaut. Und das sieht nicht toll aus, ne? Das soll das Trockendock sein. Das sieht nicht schön aus. Also das werde ich nochmal abreißen. Aber ich dachte mir, das kann ich ja einfacher haben. Ups. Wir fahren hier mal hin, holen uns die Karte und machen das mit der Karte. Unser Inventar ist voll, ne? Nee. Zum Glück nicht. So. Hier haben wir die schöne Karte. Da müssen wir... Wie war das? Crouchen, draufdrücken... Und Select Corner. Wie sie es anhört. Unglaublich. Einfach unglaublich hier. Oh. Ich würde gerne hier raus. Wunderbar. So, dann müssen wir mal gucken. Eigentlich brauchen wir ganz kurz einen Klotz. Egal was, es spielt eigentlich gar keine Rolle. Jetzt müssen wir doch noch einmal Wasser holen. Luft holen. So. Das hier. Genau. Das ist Klotz Nummer 1. Da machen wir jetzt die Karte drauf. So, von hier nach, und jetzt kommt es. Boah. Ja, das Wasser müssen wir natürlich nochmal neu machen hier, ganz klar. Von hier nach, und jetzt schauen wir mal auf die Höhe. Eventuell brauchen wir eher die Schaufel, ne? Das ist die Höhe hier, ne? Genau, diese Höhe hier, die müssen wir hier... 1, 2 hoch, 3 hoch. 2 hoch, 1 hoch. Diese Höhe hier brauchen wir. Das heißt, wir werden hier uns jetzt ein bisschen reingraben, denn wir brauchen auch nach hinten hin natürlich ein bisschen Luft. Die Schiffe sollen ja schon größer sein und die Werft, ich dachte mir, die geht ein bisschen rein auch im Berg. Nicht zu weit, aber so ein bisschen. Ich glaube, das ist okay. Ach, das können wir hier schon gar nicht mitnehmen. Naja, läuft. Inventar ist natürlich wieder voll. Wartet mal, das kriegen wir hin. Ich nehme mal den ganzen Kram hier. Brauchen wir wahrscheinlich nicht mal, aber was wir haben, das haben wir. Ihr kennt mich. So, blub, 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 blub. Oh, und dann müssen wir noch hoch ein. So, theoretisch gesehen, ich hoffe, dass ich jetzt alles richtig gemacht habe. Sollte ich alles richtig gemacht haben, Entschuldigung, wird der Berg sich jetzt ordentlich abtragen. Wenn ich es nicht richtig gemacht habe, muss ich danach eine Menge modulieren.
Aber auch das kriegen wir hin. Pardon. Hallo. So. Dann geht's hier rein. Und Power. Müssen wir mal gucken. Theoretisch gesehen müsste auch die Wand abgetragen werden. Ich will die aus Holz haben. Das sieht einfach nicht schön aus mit diesen Steinen. Dass das so reingebaut ist, ist ziemlich cool. Passiert überhaupt irgendetwas? Das ist die Frage. Gefühlt passiert hier gar nichts. Ah, hier ist Strömung. Ich werde abgetrieben. Hier ist übrigens der Lavaberg. Der ist auch sehr cool. Passiert da jetzt was oder passiert da nichts? Es kann natürlich sein, dass der hinten anfängt. Wir schauen mal ganz kurz. Müssten wir hier eigentlich sehen können. Ja, doch, der arbeitet. Der arbeitet definitiv. Und da haben wir ein ziemlich tiefgehendes Dock. Wäre eigentlich cool, aber ich will es aus Holz bauen. Das heißt, das ganze Gerüst wird jetzt abgetragen auch noch. Und wie gesagt, ich dachte einfach, in Stein sieht das dann doch nicht so cool aus. Wir werden da mit Holz arbeiten, so ein Holzdock machen. Und ja. Oh, mein Kaffee wird kalt, mein Latte Macchiato vielmehr. Wir gehen hier mal hoch. Oh, doch, der baut da. Oh, doch, der baut schon ab. Ich sehe schon. Ali hopp. Ali hopp. Oh. Hallo. Aua. Das tat weh. Ja, ja. Beruhig dich mal. Ja, ja. Okay, die sind dann natürlich drin gespawnt. Es ist dunkel drin. Und die kommen auch nicht raus. Und da wird abgebaut. Seht ihr das? Hier wird abgebaut. Ja. Das heißt, das wird schon ziemlich bald. Es dauert halt nur, ne? Man sieht es hier, es dauert halt. Boah, komme ich hier nicht stehen. Ja, sehr gut. Ja, und wie gesagt, den tragen wir jetzt ab. Wir könnten jetzt eigentlich andere Dinge machen. Warum eigentlich? Warum nicht uneigentlich? Ja, das dauert jetzt eh ewig. Und dann können wir hier in den Berg so eine Holzvertäfelung reinmachen. Eigentlich ziemlich cool. Und wir müssen die Pyramide auch noch bauen. Da müssten wir aber auch noch abtragen. Das heißt, da würde ich die Maschine auch mit hinnehmen oder gucken, ob der auch chunkübergreifend abgraben kann. Das weiß ich natürlich nicht. Ja, das dauert. Wir könnten das beschleunigen, wenn ich den Reaktor anmache. Aber ganz ehrlich, wir müssen es nicht übertreiben. Also wir lassen es hier laufen, ganz in Ruhe. Wir kommen wieder, wenn es fertig ist. Da haben wir keine Hektik. Wir können ja erstmal die Pyramide weiterbauen. Unter der Pyramide wollte ich dann noch so ein bisschen ausgraben. Ein bisschen ist gut, die Pyramide soll noch sehr tief gehen. Da müssen wir mal gucken, hier so durch. Kaffee ist leer, sehr gut. Ups, wir sind wieder im Zuckelhaus. Ja, da muss ich mal gucken. Hier müssten wir vielleicht das ME-System oder so rausnehmen. Oder zumindest die Maschinen. Das ME-System kann hier ja bleiben. Aber die Maschinen, das ist das Problem hier. Ja, es ist zu wenig Power. Wir müssen doch den Reaktor anmachen. Es bringt nichts. Dann machen wir mal kurz, ne? Reaktor hochfahren. Reaktor on. Sehr gut. Hi, Raza oder Raza. Herzlich willkommen, schönen guten Morgen. Kannst du mir gerne mal schreiben, wie ich dich aussprechen darf, soll oder muss. Ja. So, und jetzt wird hier ein bisschen Energie hochgefahren. Das ist ganz gut. Das heißt, hinten im Berg wird es jetzt doch deutlich schneller gehen. Dann warten wir doch kurz ab.
Ja, es dauert ein bisschen, es dauert ein bisschen. Jelorium wollt ihr noch gucken? Ja, sehr, sehr cool. Das ist die automatische Tür. Razor, ja, also Razor wird so ausgesprochen werden. Mit I. Razor. Ich hoffe, es ist richtig. Zack, zack, zack. Und wir hatten hier doch auch noch so Kram drin. Den können wir hier gleich reinschmeißen. Hier war das nicht. Hier war das nicht. Ah, hier war das. So, das hauen wir dann mal alles rein. Wunderbar, Pollen. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Jelorium haben wir gar nicht mehr. Haben wir gar nicht mehr. Okay, läuft. Jupp, sehr schön. Ja, schön, dass du an einem Samstagmorgen, und es ist ja dann doch noch am Frühmorgen, da bist. Bin der von Twitch, der die Abschlussarbeit hatte. Oh, ja, auf Twitch wollte ich streamen, aber ich hatte Probleme mit dem Internet hier. Darum bin ich jetzt auf YouTube gegangen, sonst wären wir heute Morgen auf Twitch gewesen, im Übrigen. Das so als Info. Du hattest deine Abschlussarbeit. Hast du sie erfolgreich beendet? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe länger nicht gestreamt, weil ging nicht. Festplatten kaputt und so. Und dann war es ein Kampf. Oh, es ist nachts. Boah, Zuckelruckelheiterkeit. Es ist, wie gesagt, dieses Haus ist Katastrophe. Da ist einfach zu viel Technik wahrscheinlich drin. Bei Technikfragen? Technikfragen. Ha. So, wir gehen mal hin. Eigentlich dürfte das jetzt fertig sein. Der Reaktor sollte da ordentlich Power gegeben haben. Das Boot haben wir da geparkt. Alles tipptopp. Perfekt, ja, dann herzlichen Glückwunsch. Sehr cool. Oh ja, der Berg sieht mega aus. Ja, sehr cool. Dann hast du den Prüfungsstress ja hinter dir. Oh, guck mal, der Berg wird sogar noch abgetragen ein bisschen. Ich weiß nicht, ist Skeletor noch da drin? Man weiß es gar nicht, ne? Aber das läuft sehr schön. Ja, das finde ich cool. Das macht Spaß. Der RAM ist hochgestellt. Danke für den Hinweis, Razor. Den RAM habe ich auf 12 GB. Daran liegt das nicht. Und meine RAM-Auslastung ist so bei 70%. Ich habe so ein Tool, damit kann ich das sehen. Die ist bei 70%. Die CPU ist bei 50% gewesen, wenn es so ruckelt. Also alles easy peasy eigentlich. Ja, keine Ahnung, woran das liegt. Kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Es ist halt einfach so. Ja, läuft. Jetzt trägt er hier alles komplett ab. Sehr cool. Und da können wir das mit Holz verkleiden, weil wie gesagt, ich... die Ruid-Geschichte sah nicht schön aus. Ich würde hier gerne Holzdock haben. Also Schiffswerft sozusagen. So, wir können ja mal gucken. Wir könnten hier mal andocken. Nee. Boah, selbst hier zuckelt es leicht. Aber das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass er hier gerade arbeitet. Ohne Höhle. Ja, ich gehe mal gucken. Also ist ja nicht so. Ich hoffe, wir werden nicht ins ME-System gesaugt. Aha. Aha. Okay. Wo? Haben wir Fackeln? Gut. Dann machen wir mal eine kleine Höhlentour. Das ist ja mal in Ordnung. Während der da arbeitet. Aha. Hallo? Ja, cool. Voll die Höhle entdeckt durch so eine Grabung. Die Erze. Ja, die können wir jetzt erstmal drin lassen. Ah, wir sind hier, okay. Komm mal her, mein Friend. Aua! Ich lese gleich Chat. Ich lese gleich Chat. Aua, das tut weh, Mann. So. Was haben wir denn? Du machst Fachkraft-Lagerlogistik-Ausbildung. Sehr schön. Da könnte ich dir helfen.
Das ist mein gelernter Beruf. Abschlussprüfung mit 1 bestanden. Ja, ich habe, glaube ich, einen Notenschnitt von 1,3, wenn ich mich richtig entsinne. Das ist mein gelernter Beruf. Die Welt ist klein. Okay, geht's hier irgendwie weiter? Wir müssen hier hoch. Ah. Ja, die Logistik. Oh, ich will vorankommen. Komm mal her. Wir setzen hier einfach mal einen Stein rein. Okay, ist hier eh zu Ende. Aber es passt schon. Da-da-da-da. Ja, ich nehme die Ärzte doch mit. Ich bin zu knauserig. Ich kann das hier nicht liegen sehen. Es tut mir leid. Achso, der sammelt die ja gleich auf, ne? Lang haben wir nicht mehr gespielt. Das Essen übrigens ist von der Spitzhacke. Also auch da bitte nicht wundern. Da ist so eine spezielle, ja, Tinker-Sache drauf irgendwie. Keine Ahnung. So. Okay. Ja. Niemand hier? Hallo?